Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute wollen wir uns nochmal das Vivo Y76 5G anschauen und möchte euch meine Erfahrung zu diesem Gerät hier etwas kundtun. Zu einem kann ich erstmal sagen, bin ich durchaus angetan von den Y76. Wir haben hier 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB internen Speicher, wir haben einen Fingerabdrucksensor, wir haben hier NFC-Beschleunigungssensoren, Gyroskop und so weiter und so fort. Hier ist alles dabei, was man gebrauchen könnte. Und das für einen Preis von ca. 319 Euro momentan auf Amazon. Sicherlich gibt es hier ein paar Abstriche, wie zum Beispiel, ja, dass die Rückseite aus Plastik ist und nicht aus Metall oder Glas, oder dass der verbaute Lautsprecher nicht, sagen wir mal, ja, der allerbeste ist. Da kann die Konkurrenz in den Sektor bessere, oder da hat die Konkurrenz in diesem Preissegment bessere. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass man damit keine TikToks sich anschauen kann. Telefonieren kann man damit auch wunderbar. Wo man noch Abstriche machen muss, ist zum Beispiel, dass wir hier ein LCD-Display haben und kein AMOLED. Und dass wir hier auch nur 60 Hertz haben und nicht 90. Wobei ich denke, ein 90 Hertz Display wäre vielleicht besser gewesen. Hin und wieder habe ich das Gefühl, dass es beim Scrollen so ein bisschen ruckelt, aber jetzt hier zum Beispiel wieder nicht. Aber im Großen und Ganzen, das fällt nur auf, wenn man auch wirklich hinguckt. Dann natürlich auch, sollte jedem klar sein, wenn jemand sich so ein Smartphone kauft, was so um die 300 Euro kostet, kann er natürlich nicht die beste Performance der Welt erwarten, das ist klar. Wir haben hier wirklich nur einen Mittelklasse-Prozessor drin und auch die GPU ist Mittelklasse. Wir haben ja den MediaTek 6833 verbaut und ja, ist halt nur ein kleiner Mittelklasse-Prozessor und wie gesagt, die GPU auch. Das ist die Mali G57 MC2, also das ist, ja, ich meine, Spiele spielen auf dem Android-Gerät kann man immer. In der Regel sollte hier alles problemlos laufen, bis natürlich auf diese wirklich grafikintensiven Games. Ich habe hier mal den Geekbench durchlaufen lassen und ja, das Resultat ist, ja, ernüchternd oder zu erwarten. Single Core mit 535, Multicore hat 1657 bei der CPU und die GPU im Vulkan-Test liegen wir bei 1469 und OpenGL bei 1489. Also es ist halt ein Wert, den man bei so eine Ausstattung immer bekommt. Wo man noch Abstriche machen muss, ist, wenn man jetzt ja, filmen will, und zwar in 4K. 4K gibt es hier nicht, hier gibt es nur HD oder Full HD und jeweils bei 30 Bildern die Sekunde, da kann man auch nichts einstellen. Allerdings haben wir hier auch einen Bildstabilisator, also Software basierend natürlich, ne? Und ich finde, der macht seinen Job ganz gut. Videos drehen, ja, wenn bei schlechten Lichtverhältnissen ist jetzt so ein bisschen suboptimal, aber wenn es dann um Fotos geht, da muss ich sagen, ich kann da wirklich nicht meckern. Es gibt Smartphones, die machen schlimmere. Es gibt natürlich auch Smartphones, die machen viel, viel bessere, aber hier in dem Paket passt das. Mir gefallen die Bilder wirklich super. Ich blende hier welche ein und zum Schluss seht ihr auch noch ein paar. Und auch die Nachtkamera zumindest, beziehungsweise der Nachtmodus,
zumindest hinten für die Hauptkamera, macht, oder sage ich mal so, wenn man etwas Geduld hat, kann man gute Ergebnisse erzielen. Es darf allerdings nicht zu dunkel sein. Nachtmodus mit der Frontkamera, ja, eher suboptimal, würde ich nicht empfehlen. Die Makrokamera, die mit 2 Megapixel aufnimmt, macht einen guten Job, aber auch hier, ne, bitte immer ausreichend viel Licht haben oder beziehungsweise gute Lichtverhältnisse haben. Zeitlupenvideos sehen toll aus und ja, oder auch Porträtfotos mit den Unschärfen macht das ganz top. Also in Sachen Fotos kann ich dann auch nicht meckern. Immer den Preis im Hinterkopf behalten. Was mir noch aufgefallen ist, ist die Helligkeit. Vivo gibt hier an 460 Nits. Ich glaube, es sind ein paar weniger. Also in direkter Sonne, da hat man, also man sieht noch was, so ist es nicht, aber das wird schon echt schwierig. Also immer ein bisschen vielleicht einen Schatten aufsuchen, keine Ahnung. Aber gut, das ist jetzt wirklich alles nur Meckern auf hohem Niveau, weil das Gesamtpaket von diesem Smartphone passt. Ich meine, 6,58 Zoll groß das Ding, also man hat ja schon wirklich was in der Hand. Und ja, ist aber auch nicht schwer, ne? Fässt sich gut an. Was mir absolut gefällt, ist hier hinten dieser Kamerahubbel hier, der sieht, das macht das Smartphone echt stylisch oder lässt das Smartphone echt stylisch aussehen. Aber von was ich wirklich beeindruckt bin, ist das Schnellladen, also Flash Charge. Charging nennt sich das hier bei dem. 44 Watt wird hier reingeballert. Ich habe es ausprobiert. Ich habe das Smartphone hier mit 20% an dem mitgelieferten Netzteil angesteckt, was natürlich auch ein ganz schöner Oschi ist. Und innerhalb von einer halben Stunde war das Ding komplett voll. So schnell hat bei mir zumindest und kein Smartphone geladen. Dann hat natürlich Vivo auch seine eigene Benutzeroberfläche, dieses FunTouch OS. Und ja, mir gefällt es ganz gut, den einen oder anderen wahrscheinlich dann eher nicht, aber das ist ja immer so Geschmackssache. Da muss man immer genau gucken, ne? Und die bieten hier auch so ein paar Zusatzeinstellungen ein, wie zum Beispiel das Ändern der Ladeanimation, was ich ganz nice finde, oder halt dann hier, wie man es von früher kennt, hier, wenn man hier durch den Screen wischt, das Umblättern oder wenn man es aufweckt, wie das dann werden soll. Also ich kann es definitiv empfehlen. Ich meine, es kostet 319 Euro. Wahrscheinlich wird es irgendwann jetzt noch im Laufe des Jahres. Wahrscheinlich wird der Preis irgendwann im Laufe des Jahres so ein bisschen fallen. Ihr merkt schon, ich bin recht angetan von dem Smartphone und deswegen werde ich dieses Smartphone auch in der Videobeschreibung verlinken und da könnt ihr euch das selber gerne mal angucken. Ihr könnt natürlich auch nochmal auf der Webseite von Vivo vorbeischauen. Da gibt es auch nochmal alle Spezifikationen, ne? Wie zum Beispiel, dass wir hier zwei SIM-Karten benutzen können oder aber nur eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Wie hoch die jetzt betrieben werden kann, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass 265 GB definitiv drin sind. Ich habe es nicht gebraucht, ich komme mit 128 GB gut aus und ja. Ach so, noch ein Pluspunkt. Noch ein Pluspunkt, dass wir hier das aktuelle Betriebssystem drauf haben. Wir haben hier Android 12 drauf, was, wenn ihr mein Unboxing-Video gesehen habt, dann habt ihr das auch schon gesehen, habe ich es gleich eingeblendet. Das kam sofort, neueste Sicherheitspatches drauf und ich hoffe, das geht so weiter. So viel jetzt zu meinem Erfahrungsbericht. Jetzt gibt es noch ein paar, ja, Beispielvideos und wenn ihr noch Fragen habt, dann ab in die Kommentare. War das Video für euch informativ? Würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ich sage erstmal, Leute, macht's gut und ciao.